Moin ihr Katzen, ich bin's wieder Catfish und willkommen bei einem Channel von Catfish zu diesem neuen Video an diesem wunderschönen Sonntag. Ich habe euch in letzter Zeit gefragt über meinen Discord-Server und über Instagram, ob ihr mir irgendwelche random Samples schicken könnt, also wirklich alles. Und ich mache aus diesem dann ein Beat. Und das habt ihr auch wirklich getan, ihr habt euch ordentlich ins Zeug gelegt und es ist viel bei mir angekommen. Und aus all diesen weirden Samples werde ich dann jetzt auch gleich einen Beat machen. Und zwar nicht hier in diesem wunderschönen Wald, sondern in meinem Studio. Also auf geht's! Jo, jetzt habt ihr mir hier tatsächlich sehr, sehr viele Samples zukommen lassen. Vielen Dank an der Stelle schon mal. Aber ich habe auch keine Ahnung, was genau das jetzt war und bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt, was das dann für Samples sind. Also ich habe die ganzen Samples jetzt mal in FL Studio reingezogen und jetzt werde ich mir die das alle erst mal anhören. Aber ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll oder eher nicht. Was haben wir denn hier Schönes? Hallo, hallo, hallo. Okay, wenn es schon so anfängt. Cora velo, cabra velo, mataba mandare, cabra rau guandare. Welche Autos fahren Katzen? Mietswagen. Was passiert, wenn man eine gelbe Katze in das rote Meer wirft? Sie wird nass. Ich denke, das ist das Einzige, das man wahrscheinlich auch in einer nur Weise benutzen kann. Mhm. Ja. Ich denke mir immer, wie kommt man auf die Idee jetzt, so ein Sample hier in diese tolle Challenge hier einzuschicken. Eigentlich ist das mit der Tastatur gar nicht mal so schlecht, da man die Tastatur dann natürlich als Percussion verwenden kann. Schneide hier erstmal einzelne Teile raus. Jetzt nur noch einige Effekte drauf und schon haben wir die Kick. Nur noch einigen Effekten hier drauf, klingt die Kick jetzt auch schon nach Kick. Muss ich mal schauen, was ich noch machen kann, da das hier mit der Tastatur ein richtig brauchbares Sample war und ich deshalb da viele Drums-Elemente draus basteln kann. Und aus genau dem gleichen Sample kann ich noch etwas Schönes machen. Und zwar eine tolle Hi-Hat. Dann gab es hier außerdem noch nicht das, sondern das. Diese kleine Hupe, die kann man vielleicht ganz schön als Brass verwenden. Okay, mit ganz viel Reverb könnte da vielleicht was draus werden. Aber vorab wurde mir ja auch ein ganz toller Loop hier zugesendet, und zwar der hier. Und von dem würde ich mir nur einen kleinen Teil nehmen. Und dann da ganz einfach eine kleine Melodie damit spielen. Thank you.
komplett verspielt. Um einfach mal eine kleine Basic-Melodie zu haben. Ja, die auf jeden Fall toll klingt. Kaffee. Ich denke, dann ist es jetzt auch langsam mal an der Zeit für einen Bass. Und mal schauen, wo ich mir den raushole. Eventuell aus diesem tollen Sound hier. Ja, das könnte in der Tat etwas werden. Könnte. Oh. Wo ist die Distortion? Ich habe so viele Plugins, dass ich einfach keine Ahnung mehr habe, wo ich meine Plugins sind. Macht es Sinn? Okay. Auf jeden Fall eine Premium 808. Ich mache jetzt ein Sample Pack, wo es dann diese 808 drin gibt. Der 808 hat einen Catfish jetzt im Handel. Vielleicht doch etwas an der Release und sowas. Vielleicht noch etwas, wie sich die 808 dann. Wie sich die 808 dann. Vielleicht noch etwas rummachen, wie sich. Egal. Zeit für ein paar Hi-Hat-Rolls, falls man das als Hi-Hat bezeichnen kann. Es wird eigentlich, glaube ich, nicht gut klingen, aber wir probieren es trotzdem mal aus. Okay, es geht. Ich hätte gedacht, es wäre schlimmer. Aber jetzt brauchen wir auch mal irgendwas, irgendeine kleine Melodie, sonst wird das hier ja gar nichts mehr. Okay, es wird jetzt schon nichts mehr, aber das macht nichts. Was rede ich schon wieder? Egal. Ah, da ist unsere Tröte. Lass uns da einfach mal eine kleine Melodie damit spielen. Ah, was haben wir denn hier? An Gesang. Eventuell kann ich diesen tollen Gesang mit ganz viel Autotune auch irgendwie im Lied verarbeiten. Wäre auf jeden Fall schön. Ich bin selbst etwas verwundert, was man so alles erschaffen kann. Und dann dieses tolle Miau, keine Ahnung, was kann ich daraus noch machen? Jo, also ich bringe das ganze Höllengedöns noch etwas Ordnung und dann, ja, hören wir uns das Lied an. Ja, da müssen wir dann halt durch. Ich habe jetzt hier noch ganz viel verändert, verschoben, hinzugefügt und kann euch jetzt stolz das fertige Werk zeigen aus 100% euren Samples. Ich wünsche euch viel Spaß und ja, tschüss.
Jedenfalls hoffe ich natürlich, euch hat dieses Lied gefallen, auch wenn ich das eher nicht so vermute, aber egal. Danke fürs bis hierher Zuschauen. Ich hoffe, eure Kopfhörer sind nicht davon gerannt, wegen nicht allzu tollen Klängen und so weiter und so fort. Naja, tschüss, habt noch einen schönen Tag und ich weiß wie immer nicht, was ich hier rede. Bis bald.